Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und dem ersten FSV Mainz 05. Begrüße ganz herzlich die beiden Cheftrainer und wie üblich hat der Gast das erste Wort. Herr Schwarz, Ihre Einschätzung zum Spiel, bitte. Ja, schönen guten Abend. Will jetzt eigentlich gar nicht groß in die tiefen Analysen da reingehen aus unserer Sicht. Ich glaube, wir haben es alle gesehen, dass wir viele einfache Ballverluste hatten und RB komplett in die Karten gespielt haben mit ihren Umschaltsituationen, haben die ersten beiden Tore dann aus diesen Momenten genau erzielt und dann über das komplette Spiel dann auch mit dem Spielverlauf auf Seiten von RB dann auch keine Griffigkeit gehabt, keinen Zugriff gehabt und die letzte Haltung einfach komplett gefehlt hat, um Tore zu verteidigen. Und dementsprechend kommst du dann in so einen Torhagel rein, wie wir es heute erlebt haben. Und Glückwunsch an Julian und seine Jungs. Dankeschön. Vielen Dank. Dann bitte ich auch dich, Julian, um deine Einschätzung. Ja, wir hatten zu Beginn ein bisschen Probleme, ins Spiel zu kommen, waren ein bisschen schludrig. Vor allem in der Restverteidigung waren wir ein bisschen zu offen nach meinem Geschmack und hatten ja, zwei, drei Situationen, die hätten gefährlicher werden können. Dann hat man eine, wo Nordi sehr gut noch wegverteidigt hat. Dann haben wir mit der ersten Aktion oder ersten Chance, ja, was uns zuletzt ein bisschen gefehlt hat gegen Freiburg, gegen Lyon, gegen Wolfsburg in der Liga, gegen Leverkusen, mit der ersten Chance das Tor gemacht. Dann hat man danach die Standardsituation, wo Piet sehr gut hält. Wenn da das 1-1 fällt, dann wird es wieder ein ganz offenes Spiel. Und danach sind wir, glaube ich, sehr gut ins Rollen gekommen, haben dann nach vor der Pause noch viele Umschaltsituationen gehabt, aber dann auch sehr viel aus dem eigenen Ballbesitz durch sehr guten Tempowechsel. Das war so der ja, größte Schritt heute, was wir gemacht haben, finde ich, dass wir gut die Räume gefunden haben, aber dann, was wir gegen Freiburg teilweise hatten, nicht so richtig ins Tempo gekommen sind. Das haben wir heute gut gemacht. Dann freut es mich, dass wir viele verschiedene Torschützen hatten, dass auch Halste ein Tor macht, nachdem er schön durchsprintet in die Box, dass Nordi als anderer Außenverteidiger ein Tor macht, dass der Klosti nochmal so eine Willensaktion ein Tor vorbereitet. Ja, mir hat gerade die 10 Minuten nach der Pause haben mir sehr gut gefallen, weil wir einfach nicht aufgehört haben und nicht uns den Trugschluss hingegeben haben, dass wenn wir es lockerer spielen, dass es dann weniger anstrengend wird, sondern wäre es noch intensiver geworden. Und von dem her bin ich natürlich zufrieden und glücklich und jetzt können wir uns auf St. Petersburg konzentrieren. Danke. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Cheftrainer? Dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen für das Mikrofon. Gut. Läuft. Das ist sehr gut heute. Oh nein, ja, jetzt läuft doch ihr habt euch zu früh gefreut. Martin Henkel, bitte. Ich habe wahrscheinlich eine eher ungewöhnliche Frage. Was war mit Emil Forsberg? Haben Sie den geschont? Ist der verletzt? Oder wieso hat er auch nicht mal ein paar Minuten gespielt? Ja, es war heute dann nicht mehr notwendig, ihn zu bringen. Der Emil hat einfach ja, eine Saison letztes Jahr mit sehr viel Verletzungspech, mit sehr wenig Spielzeit über das ganze Jahr verteilt und es ist auch meine Aufgabe, A, natürlich immer sehr fitte Spieler auf dem Platz zu kriegen und dann auch in diesem Rhythmus, in dem wir spielen, auch ein bisschen weitsichtiger zu schauen. Und ja, 3 Spiele in Folge für den Emil sind nicht immer so ganz easy bei 100%. Und wir brauchen ihn gerade gegen Gegner jetzt auch wie Zenit bei 100%. Und deswegen hat er gegen Wolfsburg ein sehr gutes Spiel gemacht. Dann habe ich ihm heute kommuniziert, dass er nicht beginnt und er fasst das immer außergewöhnlich gut auf, weil er auch weiß, dass sein Trainer dann ihn wahrscheinlich, wenn alles normal läuft, am Dienstag bringen wird und dann freut er sich schon drauf. Anton Zirk. Vielleicht können wir einen kleinen Blick eine Woche zurückwerfen, vielleicht genau die gleiche Uhrzeit wie jetzt, wenn man Sie gefragt hätte, wie die nächsten 7 Tage verlaufen sollen. Wie nah war das jetzt an dieser Traumvorstellung dran, die letzten 7 Tage, oder hat es das sogar noch übertroffen? Ja, es hat schon übertroffen. Ich glaube, das wäre eher vermessen, wenn ich davon ausgegangen wäre, dass es so läuft. Ich weiß, dass die Bewertungszeiträume im Fußball extrem kurz sind, dass wir mit den Ergebnissen auf der anderen Seite nicht zufrieden waren, weiß ich auch, dass wir viele gute Momente hatten in allen Bundesligaspielen, die wir da nicht gewonnen haben, die wir heute genutzt haben. Auch das weiß ich. Von dem her versucht man sich natürlich immer ein bisschen frei zu machen von allem, was außen rum ist, aber das ist in dieser Branche, selbst wenn du es probierst, nicht ganz einfach. Also ich lese tatsächlich kaum mehr irgendwas, aber du hast dann trotzdem Freunde und Familie, die dir irgendeinen Link schicken oder irgendwas weiterleiten. Also ganz frei machen kannst du dich davon nie. Und von dem her weiß ich, ich bin ja immer noch ein junger Trainer, aber weiß schon so ein bisschen zumindest, wie das Geschäft funktioniert. Und wenn am 5. Spieltag schon überall Abstiegskampf steht und Meisterschaftskampf am Spieltag 1 beginnt, dann kann man auch ein bisschen sich vorstellen, wie man Dinge einzukategorisieren hat und wie nicht. Stefan Krause.
Trainer Josef Paulsen sagte, dass Sie zur Halbzeit gesagt haben, weiter draufgehen, weiter Druck machen, gar keine Luft dran lassen. Warum? Hätten Sie doch auch ein bisschen, sag ich mal, einfacher machen können im Hinblick auf St. Petersburg? Ein bisschen zwei Gänge runterschalten? Ja, ich finde, das haben wir ja dann auch gemacht. Nur ich habe einfach oft das Gefühl, wenn du gerade als Trainer in der Halbzeit stehst, sagst, wir machen jetzt ein bisschen entspannter, dann kommt sehr stark der Schlendrian, es wird schludrig, du spielst viele Fehlpässe. Und dann ist halt schon so, dass der Gegner halt trotzdem versucht, das Ergebnis irgendwie zu verbessern. Und dann kommt da vielleicht eine Umschaltsituation und dann werden die Wege weit, weil es ist schon wichtig, auch dann zu Null zu spielen und dass wir weiter in das Tor verteidigen. Und wir wollten einfach nicht diese weiten Wege haben. Und wenn du halt, glaube ich, aus der Pause rausgehst und sagst, Männer, jetzt konzentrieren wir uns auf Dienstag, dann spielen wir halt wahrscheinlich, haben wir keine Passquote mehr von 75%, sondern von 34%. Und hast ja dann anstatt 5 Sprints 15, weil man eigentlich locker machen will und es wird viel, viel intensiver. Und deswegen, wenn du weiter konzentriert spielst, ich glaube dann nach dem 7-0 in der, weiß gar nicht, was war es, 51. oder irgend sowas, 50. Haben wir dann, glaube ich, auch ein bisschen lockerer gemacht. Aber trotzdem noch zielführend gespielt und dann wird das Spiel auch nicht so intensiv, wie es hätte sein können, wenn wir locker gemacht hätten. Tom Bachmann. Herr Nagelsmann, bei Ihrer Torschützenaufzählung hatten Sie den Namen Timo Werner nicht genannt. Ich glaube, 3 Tore, 3 Vorlagen auch, zumindest im Spiel habe ich mal geguckt, tolle Zweikampfwerte, tolle Passwerte. Kann er noch besser spielen eigentlich oder war das heute schon eine Vorstellung, die eigentlich ja schon das Optimum war? Ja, ich finde heute und Gladbach, wenn man die beiden Spiele zusammennimmt, in Gladbach war er defensiv sehr stark gefordert, hat er das außergewöhnlich gut gemacht. Natürlich hat er auch da die 3 Hütten gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Aber da war er defensiv unglaublich gut gearbeitet. Heute hat er offensiv viel geglänzt, defensiv ein bisschen andere Rolle gehabt als gegen Gladbach. Wenn man die beiden Spiele übereinander legt, dann kommt, glaube ich, ein ganz schönes Bild raus von Timo Werner. Anton Zirk nochmal. Noch 2 kurze Fragen. Sie haben vor ein paar Wochen mal gesagt, dass es das perfekte Spiel nicht gibt und dass es das auch nicht bedarf. Heute hätte es das wahrscheinlich auch nicht bedurft. Aber wie nah war das jetzt dran an dem, was Sie als perfekt empfinden? Und erinnern Sie sich in Ihrer Trainerkarriere auch vielleicht im Jugendbereich an irgendein Spiel, wo es so glatt und so flüssig gelaufen ist, also auch vom Ergebnis her? Ja, war schon nahe dran, wenn man den Standard wegnimmt, wo Alex Hack frei zum Kopfball kommt aus 5 Metern. Dann der Standard in der 2. Halbzeit, wo, glaube ich, wieder Alex Hack relativ frei zum Kopfball kommt, der am 2. Pfosten vorbeigeht. Und so ein bisschen die Restverteidigungsthematik, dann wären wir beim perfekten Spiel gewesen. Aber wie Sie wissen, ist es nicht möglich. Von dem her, wir waren aber nahe dran, es war auf jeden Fall gut. Ich erinnere mich an ein Spiel zurück, das war mit der U19 von Hoffenheim gegen Bayern München. Da haben wir 6-0 gewonnen, das lief auch mal so ähnlich auswärts. Alles zusammen. Da haben wir auch, da wusste ich auch nicht so ganz genau warum, aber es lief einfach. Tom Bachmann. Noch eine Frage an Herrn Schwarz. Es hieß gerade draußen, Sie fahren jetzt ein paar Stunden mit dem Bus zurück. Wie geht man als Trainer damit um? Fängt man da schon an, irgendwas zu erklären, zu analysieren, zu versuchen? Oder schweigt man erstmal einen Tag vor sich hin und fängt dann neu an? Klar geht man schon in die Analyse rein jetzt und haben jetzt knapp 4,5 Stunden Busfahrt, gehe ich davon aus. Und da gucken wir schon rein jetzt, Laptop aufschlagen und das Spiel nochmal anschauen. Und wird jetzt keine Freude bereiten, ist ja klar. Aber da gehst du in die Analyse rein und morgen dann auch dementsprechend mit der Mannschaft reinzugehen, um dann auch eine andere Haltung zu haben, auch um die Voraussetzungen jetzt schon zu schüren für nächste Woche, für die Trainingswoche und dann auch für das Spiel gegen Union Berlin, klar. Es scheint keine weiteren Fragen mehr zu geben. Dann vielen Dank Ihnen allen und insbesondere natürlich unseren Gästen. Eine gute Heimreise. Dankeschön. Dankeschön.